Hallo, der Brainspeak-Täter vor euch am Mikrofon und wir versuchen uns weiter an unserem Rätsel hier. Das hier hatten wir ja schon festgestellt, es wäre immer so schlecht, wenn ich das mache. Dann mache ich den jetzt mal dahin direkt. Den machen wir dahin. Das machen wir dahin. Den machen wir dahin. Und jetzt habe ich verkackt. Eins. Dahin. Ich habe wieder verkackt, weil jetzt schiebt ihr da wieder nur Pfeile rein. Haben wir eine Lupe gebaut. Also das da rein. Den da rein. Okay, dann muss als letztes das Feld hier frei bleiben, oder? Kann das sein? Also, wie es gerade war, war eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Mit dem einzigen Problem, dass die Stelle frei bleiben muss erstmal. Nee. Ich weiß, ich stelle mich gerade so ein bisschen an. Da wollte es mir gerade da reinschieben, habt ihr gesehen? Das jetzt wieder rausnehmen und schiebt da wieder eins rein und dann ist das falsche drin. Dann mache ich was anderes. Aber das ist leider jetzt trotzdem scheiße. Ist mit das Ding da momentan wieder. Ja. Soll es halt irgendwo hinschieben, erstmal kurz. Und jetzt möchtest du woanders hin. Ja, das wird dumm. Okay, jetzt muss ich daran arbeiten, dass das Letzte, was frei bleibt, das ist. Weil das dann da reinschieben soll. Und das dahin. Das dahin. Und das dahin. Und den dahin.
Jawohl, Narr! Dein Prophet ist nicht echt. Weg mit der Scheiße! Du wurdest getäuscht. Der andere schreibt, wir haben es geschafft. Wo bist du? Was? Gast? Was ist das? Gast war aufgeregt. Spiel und startet erneut. Klicke auf Fortfahren, nachdem du Profi-Bildschirm als Gast. Es wird kein Passwort für dich. Klicke auf das Messenger-Icon und wähle hier zu spielen. Bitte antworte, wenn du diese Nachricht siehst. Ja. Gut. Es tut gut, dich hier zu sehen. Dieser Azazel-Typ ist Waffe. Bist noch da? Ja. Du hast dich mit der ersten Kantatei gut geschlagen. Dennoch müssen wir uns noch um die zwei Verbliebenen kümmern. Trotz der Menge an Daten, welche beschädigt wurde, wird die Sicherheit erhöht. Es wird nicht einfach, ein weiteres Portal zu öffnen. Ich habe eine Idee, log dich mit meinem Profil ein. Das Passwort ist 2734. Hierher geschafft. Willkommen in mein Heim. Er hat bisher mein Kennwort nicht erraten können, wie auch immer mein Plan. Öffne das Durchsuchungsbox. Hier. Habe ich. Ah, das ist es. Wir müssen das Programm mit der schlechtesten Sicherheit finden. Das mit weniger als 5% auch mehr ein weiteres Portal zur zweiten Kantatei hätte. Es muss unglaublich schlecht programmiert sein. Wir schauen. Pony Island Excel. Verstehst du, was es heißt? Wenn du von dieser Maschine erlöst sein willst, musst du ein weiteres Mal Pony Island spielen. Ich beneide dich nicht, aber es muss getan werden. Finde Pony Island und spiele es. Ich will so schnell, ich kann ein Portal für dich öffnen. Das beschädigte Profil neben meinem sieht interessant aus. Kein Passwort für. Okay, nicht bei Gast noch wohl? Ja, das wurde verschoben. Eben. Passwortsicherung. Luzifers Passwort des Ponys. Schreibe ich das immer auf. Nur sicherheitshalber, falls man es nochmal irgendwann braucht. Willkommen zurück! Siedler von Satan. Kaum eine Menge Leben.
Guck mal, noch mal ein Ticket bekommen, geil. Und die Flüge. Ich die auch noch? Abenteuermodus. Du warst fleißig. Das war ich auch. Ich habe Pony Island ein paar Verbesserungen verpasst. Der Abenteuermodus ist eine Spieldesign-Revolution. Bitte halte dich diesmal zurück, Cheats zu benutzen. Du willst mich verarschen? Nur ein kleiner Bug. Lass mich das reparieren. Das ist ein neues Symbol. Ach, das ist ein Portal. Guck mal. Hab schon für dich gemacht, Satan. Das ist neu. Es gibt eine Menge an beschädigten Daten nördlich von dir. Unsere beste Chance, ein weiteres Portal zu öffnen, liegt dort oben. Spiel einfach mit und lass ihn. Was ist das? Laserstärke hat er weggemacht, der Arschboden. Ah, okay, verstehe, verstehe. Laserstärke plus 1. Laserstärke hier hin. Brauche ich eigentlich hier noch was anderes? Das. Kann dann. Stellen wir mal ein bisschen hochpushen. Ich glaube nicht, dass das einen Unterschied macht. Zack, machen wir hier wieder den rein. Lass mir doch nicht meinen geilen Laser wegnehmen. Der mehr als ein Laserhit aushält. Große Kluft. Keine Gegner? Problem. Werde ich wohl nicht so einfach bekommen. Das Level ist ein bisschen knifflig. Ja. Versuche erst ein Level aufzusteigen. Du kannst hier Erfahrungspunkte sparen.
überall Satan-Symbole. Kleine Köpfe. Null XP-Erung. Ein XP-Erung! Nächstes Level vorne fliege. Gratuliere. Noch weitere 99 XP benötigt. Du solltest dafür bei diesem Tempo nicht so lange brauchen. Oder wir schieben uns hier einfach ein zu rechnen. Das geht natürlich auch. Wie machen wir das diesmal? Was passiert, wenn ich das da hin mache? Das passiert jetzt einfach nur, oder? Ja, ja. Ne, damit kriege ich auch die Erfahrungspunkte. Das ist ja geil. Da haben wir die Erfahrungspunkte, die wir brauchen. Und zwar punktgenau. Hä? Nicht? Oh, XP zurückgesetzt auf 0. Scheiße. Da werde ich achten müssen. Also wir brauchen 120, weil uns am Ende 20 abgezogen werden. Zack. So. Machen wir hier ein Portal hin. Da ein Portal hin. Jawohl. Warum? Warum kannst du nicht einfach mein Spiel spielen? So wie ich es vorgesehen habe. Genieß die Flügel, Cheater. Ja. Mach ich. Sehr schön. Einfach gedrückt lassen, dann kann ich jetzt. Und geschafft. Mein nächster Laser, geil. So Laser hätte ich auch gerne in echt, eine, der einfach 1 und 0 schießt. Da ist ein Ticket, da will ich hin. Ticket sehen. Na, rauf oder links? Kann ich nicht hin? Ah, da kann ich hin. Aber so. Münze. Hier muss man aufpassen, nicht, dass mein Strahl die Schüsse von dir verdecken. Sehe ich nicht. Weiter Sprung, ja.
Läuft, aber ich will immer noch zum Ticketsee. Hier ist nochmal ein Code und da ist. Da können wir auch wieder aus dem Code raus. Unlock Viereck. Viereck. Erstmal angucken. Hier wird es immer zurückgesetzt. Geht's nach. Wollen den erstmal dahin, ja? Das sieht doch vernünftig aus. Machen wir das dahin und das dahin. Aber dann das nächste Viereck. Ich will aber eigentlich immer noch zum Ticket. Komme ich dahin? Was ich da dann überhaupt dabei war. Machen wir nochmal die Hütte der Tränen, die ist verschieden. Hier irgendwas machen. Die Münze ist weg. Na gut, dann gehen wir zum nächsten Viereck. Zum Blutnebelpass. Huch, bin ich hier was reingelaufen? Nee, oder? Da war zwar was, aber da war ja noch Platz hin. Da ist was irgendwie reingeflogen, ich hab's nicht gesehen. Ah, vielleicht bin ich auch einfach zurückgekommen, das könnte auch sein. Cool. Aha. Da ist ein Viereck. Hat sich's versteckt. Versteckt sich noch eins. Komme ich von hier aus irgendwo runter wieder zum Ticket. Wüste der Sünden. Hey, da schießt jetzt ein anderes Projektil als sonst. Der hält auch ein bisschen mehr aus als sonst. Jetzt mit der Scheiße. Jetzt
noch weiter. Nähere Befestigung. Und was ist da oben noch? Hier ist tiefster Winter. Ich weiß gar nicht, wo es weitergeht. Ich will ja erstmal dahin, wo es nicht weitergeht, logischerweise wie immer. Ne? Aber theoretisch waren ja die korrupten Daten Norden, hieß es. Also gucken wir erstmal kurz hier links. Da geht es auf jeden Fall weiter. Du machst das so toll. Nun brauche ich mehr Zeit, um mehr Inhalt für dich zu erstellen. Du machst nicht eine Pause. Ich bestehe darauf. Nein. Müssen wir wieder eins. Wir müssen Y auf minus 3 bringen, X auf 3. Sehe ich das richtig? Ich glaube schon. Das heißt, wir haben hier. Wenn ich den Weg weiterlaufe, dann wird bei X direkt 1 abgezogen wieder. Ne? Mal gucken. Mal einfach mal erstmal schauen, was passiert. Da setzt die Position eh jedes Mal wieder zurück. Ah, Moment. X-Position kleiner als 0. X soll minus quasi. Y muss größer als 0 sein. Das heißt, sobald wir hier sind, machen wir so. So. Das regelt auf jeden Fall schon mal das X-Problem. Jetzt haben wir hier aber noch, hier darf ich nicht hin, weil das ist dann die Position zurück. Und ich muss auch noch Y auf Plus bringen. Wie bringe ich Y auf Plus? Naja, hier unten ist Plus. Was passiert, wenn ich da unten aus dem Bildschirm rausgehe? Komme ich hier wieder hier oben raus, oder? Okay, das heißt, ich muss das jetzt so machen. Oh shit. Aber gut, das macht nichts. Das zerstört gerade noch nichts. Machen wir jetzt so. Ah, das sieht doch gut aus. Und alles, was ich jetzt machen muss, ist hier gerade runter. Und dann haben wir es. Nein, ich möchte das Spiel nicht verlassen. Ah, guck mal, da geht es noch weiter. Soll ich jetzt vielleicht doch erst den Weg oben lang gehen?
in der Wahrheit. Das ist auf jeden Fall ein Problem, mit dem wir uns beim nächsten Mal beschäftigen. Der Blindspeaker hat aber vor dem Mikrofon und wir sehen uns beim nächsten Mal.